Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme hier auf Pandora zu einem Ründchen Borderlands. Vielleicht jetzt tatsächlich dann die letzte Aufnahme, denn wir haben bloß noch eine Mission zurzeit, das heißt Steel müssen wir finden und wir haben weiteres Geld. Wir haben fast die 2 Millionen zusammen. So, wo war jetzt die New U Station? Genau hier. Mit der reisen wir mal zurück. Ich glaube, hier war das in die Christmas Enclave. Also ich hoffe es zumindest. Die letzte Aufnahme ist nur auch schon wieder ein Weilchen her. Und dann gucken wir mal, dass wir die gute Steel finden und was wir mit dieser tun sollen. Mal auf die Karte gucken, sind wir hier richtig? Perfekt. So, was heißt hier rum und dort hinten weiter. Genau da, wo wir beim letzten Mal, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Auto stehen geblieben sind und nicht weiterkamen. Oh, gleich netter Besuch hier am Eingang. Und wir schießen erstmal komplett daneben. 2 und Nummer 3 war daneben. Okay. Boah. Total verzogen. So, der brennt erstmal. Mal gucken, ob das reicht. Ja, hat gereicht. Und dann können wir uns nämlich noch den holen. Super. Die ersten 4 Gegner mal zum Warmschießen gleich am Anfang. Wieder mal schön Sniper-Munition verballern. Und alles aufsammeln, was wir finden. Wer weiß, ob wir das nochmal brauchen. Wir gehen diesen Weg hier unten entlang. Und ich glaube, da vorne war dann eine Car-to-Go-Station, dass wir uns ein Fahrzeug nehmen und den Rest des Wegs dann gemütlich fahren können. Oh, was hat der da gerade gezündet? Oder wollte der zünden? So, schön aus dem Laufgurt. Kommt da noch einer? Nein, sieht gut aus. So, erstmal alles einsammeln wieder und weiter geht's. Ah, da haben wir noch einen Freund mit einem Schild. Boah, das gibt's doch nicht, von wo die treffen. Oh, der hält aber viel aus da hinten. Gibt's mal eine Granate? Ah, können wir nicht weit genug werfen. Okay. So, uiui. So, ein bisschen damit mal schocken. Wir stehen noch hinter dem Ding hier. Wie treffen die uns da? So, die wollte ich nachladen. Unsere schöne Sniper. Und dann gibt's erstmal den da. So. Oh, da hat uns wieder einer getroffen. Und dann gibt es eine Runde Schocken. Okay, ich glaube, der ist gestorben, der andere. So, und den dann noch. Genau. Und wir haben alle wieder erledigt. So, schön abgebrannt. Da ist ein Fass. Bisschen aufpassen. Nicht, dass wir uns wieder selbst in die Luft jagen, wo wir ja gerade so schön alles überlebt haben. Und dann nehmen wir ja an der Car-to-Go-Station mal ein neues Fahrzeug. Und fahren die letzten Meter. Einmal noch die Aussicht genießen. Und dann sind wir auch gleich schon am Portal hier drin, genau. In Salt Flares. Mal gucken, was es auf der Seite gibt. Weil wir fahren jetzt durch ein Portal direkt neben der anderen Strecke und wir können mit dem Auto reinfahren. Das Echo-Netzwerk funktioniert wieder. Ich schätze, das verdanken wir dir. Denk daran, das Handelsnetz zu nutzen, wenn du was brauchst. Ich schätze, du findest da einige nützliche Sachen, Partner. Partner, wir haben eigentlich noch nicht gesagt, dass wir sein Partner sind. Aber wir gucken uns mal hier kurz um, ob es hier vielleicht einen Automaten gibt, wo wir mal die Taschen nochmal entleeren können. Hier haben wir nur einen Schrank. Immerhin haben wir schon mal ein paar Kisten. Und vielleicht gibt es hier auch noch ein bisschen Sniper-Munition zurück. Nein. Hier drüben geht's noch weiter. Wir haben keine Zeit mehr. Du musst unbedingt zur Kammer. Eine zweite Gelegenheit kriegen wir nicht in diesem Leben. Ja, werden wir sofort erledigen, wenn das hier der Weg zur Kammer ist. So, da gibt es nochmal eine Granate für uns. Und noch ein paar Waffen. Aber keine Sniper-Munition. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde hier. Da gab es Pistolen-Munition immerhin. So, dann hüpfen wir mal runter und nehmen unser Auto und fahren mal ein Stückchen weiter. Gucken wir mal kurz auf der Karte, wo die Steels denn hier ist. Ah, dort oben. Okay, das heißt einfach erstmal diesen Weg ein ganz Teil entlang. Und dann gucken wir mal weiter. Diese Türme hier sehen auch nicht unbedingt einladend aus. Eher als würden das hier irgendwie Wachposten oder Signalposten sein, die gleich Alarm schlagen, wenn wir daran vorbeifahren. So, wir müssen... Okay, noch ein ganz Ende hier lang weiter. Dort steht ein riesen Ausgrabungsfahrzeug. Und noch mehr von diesen Türmen. So, wir müssen jetzt die nächste hier irgendwie rein. Das müsste hier sein, genau.
Hier müssen wir durch und dann gucken wir mal weiter, wo oder was die gute Steals ist. Sehr ruhig hier bisher. Keine Insekten. Auch schon mal gut, aber ein Speicherpunkt. Das heißt, es wird garantiert wieder etwas heftiger werden. So, da haben wir erstmal einen Freund. Ja, das gibt's doch nicht. Jetzt hat uns ein anderer von der Seite gesehen. So, mal gucken, ob der abbrennt komplett. Ah, gut, hat gereicht. Und der verbrennt auch. Sehr schön. Oh, da haben wir noch einen. Den haben wir natürlich mit einem schönen Kopfschuss getroffen. Und der stellt eine Kanone auf. Oh Gott. Oh, diese automatischen Kanonen, die sind echt mies. Ja, von wo? So, den haben wir erstmal erledigt. Und Geld einsammeln. Na, Waffen, naja gut. Munition wäre mir gerade lieber. Denn wie wir wissen, ist Sniper-Munition doch immer sehr rar. Oh, den haben wir aber schön verfehlt. So, einmal schön. Noch ein. So, jetzt sollte das reichen. Oh, der mit seiner Elektrokanone. Gefällt mir gar nicht. Da konnte ich nicht mal mehr die Waffe wechseln, um den nicht zu snipern. Ah, treffen wir? Oh, das war völlig daneben geworfen. Aber egal, wir haben trotzdem getroffen. Und der wird schön geschockt. Ja, und er stirbt am Schock. Super. Nehmen wir mal ein bisschen die Schockgranate. Da drüben habe ich noch einen Haufen gesehen. Vielleicht ist da Munition drin. Nützliche Munition vor allen Dingen. Und wir brauchen doch wieder die Sniper, weil die schießen wieder aus der Entfernung auf uns. Und schön daneben. Gut, einmal getroffen immerhin. Den haben wir schön sogar mit dem Headshot erledigt. So, den Rest von dir holen wir mit dem hier. So, der verbrennt uns. Der wirft mit einer Granate. Aber ist, glaube ich, gestorben. Super. So, was gab es hier jetzt noch bei dem? Noch mehr Geld. Oh, das war aber wieder voll drüber. So, einen Kopfschuss. Und, naja, kein Kopfschuss, aber immerhin getroffen. Genau wie den. Ach, der ist aber gut gepanzert. Boah, wie viel Schuss brauchen wir denn für den? Ah. Nehmen wir halt mal die Schrotflinte. So, komm, stirb schon. Geht doch. So, alles mal aufsammeln, was hier noch rumliegt. Aber immer noch keine weitere Munition. Ah, super. Wir können schon nichts mehr tragen. Oh, das ist natürlich jetzt blöd. Aber das Geld können wir mal noch mitnehmen. So, noch mehr Geld und Geld. Alles her damit. Und wir gucken weiter. Die mal nachladen. Noch jemand hier? Nein, super. Und dann gucken wir mal, was hier drüben noch so schönes rumliegt, weil hier gibt es Munitionskisten immerhin. Jede Menge Geld immer noch. Ja, wir gehen tatsächlich lang mal auf die 900.000 zu. Und wenigstens 18 Schuss Sniper-Munition. Granate, super. Und wir müssen jetzt da entlang weiter. Oh, na ja gut, wir hätten hier runter gemusst schon. Aber wir gucken mal von der Seite. Ah, da drüben geht der Weg runter. Wir hätten also gar nicht bis hier in die Ecke gemusst. Und ist das jetzt der Eingang zur Kammer? Die Kammer wird wahrscheinlich in einem Berg sein. Sonst hätten da draußen nicht so viele Schürfmaschinen gestanden. Den Außenposten gefunden. Okay, dann gehen wir mal rein. The Descent. Okay. Ah, das Bild sieht auch nett aus. Jemand aufgespießt und... Die Zeit ist so gut wie abgelaufen. Du musst unbedingt zur Kammer. Eine zweite Gelegenheit kriegen wir nicht in diesem Leben. Ja, das wissen wir ja. Puh, wo sind wir denn hier angelangt? Okay, da hängt schon wieder so ein komischer Flugviech. Boah. So, den haben wir zumindest schon mal angeschossen. Den Wächter. Ich lade mal lieber nach. Da oben bleibt der Wächter liegen. Nein, er bleibt stehen, meine ich. Nicht mal liegen. So, den haben wir erledigt mit 4 Schuss. Hui. Ah, hier haben schon mal welche versucht und sind gescheitert. Ah, ein bisschen in Bewegung bleiben, gut.
So, auch den hätten wir runtergeholt. Da gibt es erstmal eine Waffenkiste, wo natürlich so ein Viech erstmal direkt vor auftaucht. So, ein bisschen treffen. Und wir müssen nachladen. Na komm schon. Wenigstens erstmal das Schild kaputt. Okay, andere Waffe. Okay, auch nicht effektiv. Oh, voll daneben mit einem. Dann muss halt die Sniper... Oh, die hält auch nichts. Das Viech ist heftig. Und das Schild ist hinüber. Oh, komm schon. Stirb endlich. Und wir haben den Wächter erlegt. Und es gab Sniper-Munition. Und hier gibt es noch mehr Munition. Schrot, Sniper, Shotgun, Rifle. Okay. Jede Menge Munition. Und da gibt es noch eine Waffenkiste. Von, ja, einem Soldaten bewacht, der inzwischen tot ist. Gut, einmal die mitnehmen. Und irgendwas blinkt hier, oder? Ach, das ist einfach nur die Säule. Okay. Wir müssen jetzt wo lang weiter, ist die Frage. Ah, geht's da runter etwa? Okay, wir gucken einfach mal weiter. Hier kommt man tatsächlich runter. Das leuchtet so, soll man das kaputt machen? Nein. Okay. Einmal Sniper-Kugel verschossen, aber 6 neue bekommen immerhin. Da gibt's einen neuen Wächter. Den haben wir kritisch getroffen zwar, aber noch nicht getötet. So. 2 Sniper-Schüsse halten die also aus. Oh, noch einer. Von wo? Oh, shit. Wo bist du? Über uns? Nein. Ah, da. Ein Treffer immerhin. Und ausgeschalten, das Ding. Es hat uns tatsächlich Leben abgezogen, wenn ich das gerade so richtig sehe. So, wir müssen hier runterfinden den Weg. Irgendwo, wo wir heil runterkommen. Hier hätten wir vielleicht gar nicht herspringen sollen. Doch, da kommen wir hin. So, dann kommen wir hier hin. Wir sind gleich unten, hoffe ich. So, hier kommen wir vorsichtig runter. Da sind wir dann bei dem einen Wächter, den wir gerade hatten. So, da haben wir noch eine Waffenkiste, eine große. Hinter die stellen wir uns mal und gucken mal rein. Nehmen wir mal unsere Shotgun, die wir gerade haben. Schlechter. Und das Ding wollen wir auch nicht haben. Gut. Dann haben wir hier ein bisschen Leben. Brauchen wir inzwischen nicht mehr, weil unser Schild heilt uns ja immer schön noch hoch. Und wir haben einen Speicherpunkt erreicht. Mit Munition. Die wir nicht brauchen. Okay. Einmal hier durchrennen. Und hier kommt garantiert gleich irgendwo wieder ein Wächter. Oder kein, doch ein Wächter. Tatsächlich. Ah, der fliegt ein bisschen schnell weg. So, ein Treffer. Und runtergeholt. Na komm schon, erstmal die Wächter. Die sind mir gefährlicher als die Soldaten. So, den haben wir runtergeholt. Dann schwebt da noch ein Wächter. Oh, das war voll daneben. Ein Treffer. Boah, wieder daneben. Wo schwebt das Ding hin? Da. Und wir haben ein Level Up. Schnell mal einen Skillpunkt verteilen. Steigert die Schildkapazität. Was können wir hier machen? Ein Feind töten erhöht für einige Sekunden die Zielgenauigkeit. Steigert den Nahkampfschaden und die Dauer vom Phasenwalk. Ich würde sagen, wir nehmen darauf mehr Zielgenauigkeit, wenn wir einen Gegner töten. Für ein paar Sekunden. Sicherlich nicht verkehrt. So, erstmal die ganzen Wächter aus der Luft schießen. Oh, wir müssen nachladen. Komm, lad nach. Sonst machst du es doch auch immer automatisch.